Natürlich, ach, das sieht ja nicht so schön aus dann in der Morgenroutine, wenn man erstmal dick kacken geht. Ja, ich verstehe euch schon. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Morgenroutine, weil es kursieren so viele Morgenroutine-Videos von YouTubern herum und ich denke mir so, ist es euer Ernst? Ist das euer Ernst? Die Morgenroutinen sind alle perfekt. Kommen wir dann zu meinem Part. Ich zeige euch heute die reale Morgenroutine. Ein bisschen krass dargestellt, das soll ja auch zu Comedy-Zwecken dienen. Es soll euch ja unterhalten, das Video. Deswegen kommen wir zur ersten Sache, die mich ein ganz kleines bisschen stutzig macht. Hey, ich bin voll froh, dass ich aufstehen muss. Yay! Wer hat euch verarscht? Jo, Sarah, bist du immer noch am Schlafen? Es ist 12, steh mal langsam auf. Lass mich in Ruhe! Sarah, es ist 12, steh mal auf, Mann. Du liegst den ganzen Tag nur im Bett. Ja, das mache ich gerne. Lass mich in Ruhe. Ich komme später nochmal. Liegst du immer noch im Bett? Sarah, es ist jetzt schon gleich 13 Uhr, steh mal auf. Erst 13 Uhr. Also bitte, 13, es gibt schon lass noch Mittagsessen. mich schlafen! Ich Sarah, es gibt gleich Mittag. Immer noch am Schlafen? Ist das dein Ernst? Es ist jetzt schon 14 Uhr. Liegst du den ganzen Tag diesen faulen Stück Mist auf dem. Ey! Ganz ehrlich, du schläfst so ja, viel! Okay! Ich stehe doch schon auf! Gut. Brauchst ja nicht gleich schreien. Dein Kissen kannst du wieder haben. Immer noch nicht aufstehen? Dann kommen wir zum zweiten Teil und zwar das nach dem Aufstehen. Ich habe gesehen, die Leute stehen dann echt einfach auf. Das ist voll easy für die. Die schlafen auch nicht wieder ein, während sie noch im Bett sitzen. So kann ich mir aber vorstellen, dass es wirklich nach dem Aufwachen aussieht. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Und zwar habe ich, glaube ich, noch nie in einer Morgenroutine gesehen, dass jemand ins Badezimmer geht, in den Spiegel guckt und denkt, Scheiße, wer ist denn diese Person? Und ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Boah, bin ich heute wieder motiviert, ey. Wow. Grenzenlose Motivation, ne? Bist du auch motiviert? Oh. Was ist denn das eigentlich? Sarah, hast du schon mal gesehen, wie du aussiehst? Alter. Warum bin ich überhaupt aufgestanden heute? Digga, guck dir mal dieses Gesicht an. Und was sind das denn hier? Oh Gott. Oh Gott, am besten gehe ich direkt wieder schlafen, ey. Beste Idee, die ich seit langem hatte. Und dann, was ich noch nie in einer Morgenroutine gesehen habe, ist, dass jemand aufs Klo geht. Wollt ihr mir erzählen, dass ihr nach dem Aufstehen nicht aufs Klo müsst? Natürlich, ach, das sieht ja nicht so schön aus dann in der Morgenroutine, wenn man erstmal dick kacken geht. Ja, ich verstehe euch schon. Oh, shit. Wann habe ich denn Mais gegessen? Ugh. Oh Gott. Und das Krasseste für mich an einer Morgenroutine ist das perfekte Frühstück. Wer hat Lust aufzustehen und hat die Zeit? Es geht gar nicht mal um die Lust, es geht um die Zeit, sich das dickste Frühstück
am besten 5-Gänge-Menü davor zu bereiten. Mit Obst, mit Eiern, mit Müsli, mit, keine Ahnung, frisch gepressten Orangensaft. Heftiges Frühstück, oder? Das ist jeder YouTuber. Guck dir das an. Guck dir das an. Butter, Salz und Brot. That's the real shit. Möchtest du das essen? Und dann gehen wir wieder schlafen? Ich esse nur das. Ich esse nur das alleine. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt nicht alles allzu ernst. Es sollte natürlich auch ein bisschen übertrieben dargestellt sein. Und nein, der Junge in meinem Video ist nicht mein Freund. Es ist der Bruder von meinem Freund. Bevor da wieder irgendwas kommt, wollte ich das schon mal klarstellen. Und ich bin 21. Ich hoffe, meine Art der Morgenroutine hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Lachen bringen. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und für die, die einen Daumen nach unten geben, die lügen. Die lügen einfach. Du musst am besten deinen Arsch zur Kamera. Dann gibt's mehr Klicks. Hast du nicht gehört? Es ist erst 12. Ich kann nur schlafen. Work, 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 work. But you have no job, 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 job. Oh, das brennt. Du musst einen Schmerz. Oh, Mann. Do it for the vine. Essen muss gelernt sein.